Anpfiff zum ersten Testspiel im Wintertrainingslager in Spanien gegen Holstein Kiel in Oliver Nova. Und die Gäste legten gleich furios los. Finn Bartels ist das, kann alleine auf Martin Freisel zulaufen, aber der gewinnt das 1:1 gegen den Kölner Routinier. Besser macht es die Arminen auf der anderen Seite. Ballgewinn von Vasiliadis, der Kapitän Klos bedient, der steckt durch zu Robin Hack und der aus 16 Metern kompromisslos in die lange Ecke. Keine Chance für Robin Himmelmann im Kieler Tor. Toller Abschluss von Robin Hack, der wie schon in der zweiten Liga das 1:0 gegen Holstein Kiel erzielt. Die Kieler machen aber weiter. Auf der Gegenseite wird der Ball in den Rückraum gelegt und Martin Freisel kann sich in der Anfangsphase mehr als einmal auszeichnen, hält diesen Abschluss. Weiter Holstein Kiel, Luis Holtby, Freistoß aus 16 Metern, Freisel, Nachschuss von Becker, wieder Freisel. Ganz stark von unserer Nummer 1 zeichnet sich hier aus, hält erst den Freistoß von Holtby und dann den Nachschuss von Becker. Wieder ist es Kiel. Nach einem langen Einwurf können wir den Ball nicht richtig klären. Finn Bartels und wieder Freisel fischt den Volley aus der Latte. Auch der Nachschuss geht übers Tor. Martin Freisel, der Mann der ersten Halbzeit. Wir sind immer noch in den ersten 20 Minuten. Toller Angriff über Utschipka, der Vasiliadis bedient. Der geht runter zur Grundlinie, legt zurück, findet Lukas Klünter. Der nimmt sich aus 16 Metern ein Herz und verpasst knapp. Jetzt sind wir schon kurz vor der Halbzeit. Vriet ist das. An der Torauslinie Fabian Klos und es gibt Elfmeter. Da hat sich Vriet halb fallen lassen, halb gut eingefädelt gegen unseren Kapitän Fabian Klos. Es gibt den Strafstoß kurz vor der Pause. Der Gefaulte tritt selber an und Martin Freisel hat auch diesen Ball. Unser Torhüter wirklich mit einer absolut gelungenen ersten Halbzeit verhindert hier den Ausgleich. Rein in die zweite Hälfte. Und die geht gut los. Karnovic verlagert nach außen zu Schatkowski, der in den Strafraum. Lipinien zerlegt ab und Jani Serra. Was für ein Traumtor zum 2:0 gegen seine ehemaligen Kollegen aus Kiel. Aus 16 Metern ansatzlos in den Winkel. Keine Chance für die Kieler. Die kommen dann aber zurück. 10 Minuten später Holtby und das 1:2 nach schöner Zusammenarbeit mit Steven Skripsi. Und die Kieler machen direkt weiter. Langer Einwurf. Vriet kann sich durchsetzen. Vriet trifft nur den Außenpfosten. Es bleibt beim 2:1 für den DSC. Wir gehen in die Schussphase. Langer Ball von Andrade. Über 60 Meter, übers halbe Spielfeld. Genau zu Schepp, unser Neuzugang. Schepp aus 16 Metern knapp drüber. Verpasst hier das 3:1. Das war es aus Oliver Nova. Wir gewinnen das Testspiel im Trainingslager mit 2:1 gegen Holstein Kiel. Robin Hack, 2:1 im ersten Testspiel gegen Holstein Kiel hier im Trainingslager. Fass doch mal das Spiel aus deiner Sicht zusammen. Warum haben wir am Ende gewonnen? Ich glaube, wir hatten heute auch ein bisschen Glück. Vor allem in der ersten Halbzeit oder in den ersten zwei Dritteln. Da haben wir wirklich viele Chancen zugelassen. Hat Martin da 2-3 Mal gut gehalten. Aber im Endeffekt haben wir 2:1 gewonnen, haben die Dinge gemacht, die wir vorne hatten. Und ich denke, gegen Ende des Spiels haben wir auch gut mit dem Ball gespielt, hatten viele Ballstaffetten drin und haben dann, ich denke, im zweiten Teil auch verdient gewonnen. Ist das das, was man jetzt vielleicht auch aus dem Training schon mitnehmen kann? So ein bisschen Spiel mit dem Ball, was einstudiert wurde, was dann gerade am Ende ein bisschen besser geklappt hat? Ja, auf jeden Fall. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, so gegen Ende haben wir echt gut den Ball gespielt und haben viele Verlagerungen drin gehabt, vor allem auch diagonal, sind dann mit vielen Flanken gekommen. So haben wir dann, glaube ich, auch das 2:0 gemacht, durch Janni mit einer Ablage. Also im Großen und Ganzen, denke ich, können wir mit dem Tag heute zufrieden sein. Du persönlich ja sowieso, du hast das Tor erzielt, das 1:0, wie in der Liga ja auch schon. Kannst du es nochmal mitnehmen aus 16, 17 Metern? War ein gutes Ding, oder? Ja, ich habe ihn nicht voll getroffen, aber war relativ platziert, deswegen konnte der Torwart ihn nicht halten. Aber ich denke, wir haben es gut rausgespielt, Fabi auf mich und dann ja, habe ich mir vorbeigelegt und ins lange Eck. Nicht der stärkste Schuss, aber hat gereicht. Gibt aber trotzdem nochmal Aufwind so ein bisschen für das Trainingslager. Du musstest leider ausgewechselt werden. Wir haben es jetzt nur von draußen so ein bisschen beobachtet, hinterer Oberschenkel oder so. Was ist es? Ist es schlimm? Kann ich nicht genau sagen, ist beim Schuss passiert. Ist danach ein bisschen zugegangen, ist auch ein bisschen Vorsichtsmaßnahme. Also ich habe es bei jedem Schritt so ein bisschen gemerkt, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was ist. Das werden wir heute Abend untersuchen, aber ich gehe jetzt von nichts extrem Schlimmen aus. Morgen wartet ja auch der freie Nachmittag auf euch, ganz gut auszukurieren. Wir haben Halbzeit im Trainingslager. Wie gefällt es dir bis jetzt? Worauf freust du dich noch? Also die Bedingungen sind super. Hotel, Essen, die Plätze. Dann haben wir auch jeden Tag schönes Wetter. Also besser geht's gar nicht. Heute noch das Spiel gewonnen, können wir mit einer guten Laune nach Hause fahren, morgen ein bisschen runterfahren, ein bisschen entspannen und dann mit vollem Tank in die letzten Tage rein. Und ich denke, da hat jeder auch Spaß.
Sehr gut, machen wir so. Danke dir, Haki. Bitteschön.